Willkommen zu diesem Vlog, Leute. Wir haben gerade so circa 7.30 Uhr in der Früh. Draußen ist noch alles dunkel. Man sieht da hinten ganz leicht die Sonne aufgehen. Ja, und ich nehme euch heute eben einen Tag lang mit. First of all, Schultasche packen. Heute ist aber ehrlich gesagt ein sehr entspannter Tag, denn ich habe heute nur 4 Stunden, das heißt bis 11.20 Uhr. Das ist ja lediglich eine Doppeldeutsch, Mathe und danach eine Englischstunde. Das ist halt echt nicht viel. Also Dienstage sind immer sehr entspannt. By the way, was mir sehr positiv aufgefallen ist, es wird draußen jetzt morgens wieder heller. Guckt euch das mal an. Dann so einen geilen Sonnenaufgang. Dieser Tag wirkt sehr, sehr vielversprechend. Von daher, let's go. So, kurz im Brief versendet und jetzt hier bei den Postfächern. Denn für die Leute, die es nicht wissen, wir haben ein Postfach und es muss halt daily geleert werden. Ne? Und heute habe ich Zeit und deswegen mache ich das. Okay, das hält sich auf jeden Fall so in Grenzen. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Zack. Ups. Ja. So, weiter geht's. Zu Hause und ich muss ja mal sagen, das Wetter ist heute richtig, richtig wild. Die ganze Zeit Sonne, keine Wolke am Himmel. Es ist halt nur sehr kalt, also wir haben irgendwie Minusgrade auf jeden Fall. Aber das gibt mir so richtige Sommer-Vibes und ich finde das richtig wild. So, aber wir fangen jetzt mal an, denn ich habe noch was, um was ich mich heute kümmern wollte. Ihr kennt ja alle meinen Schreibtisch, der ist ja auch eben höhenverstellbar. Und weil der eben höhenverstellbar ist, habe ich darauf geachtet, dass ich quasi alles an Kabelmanagement unter der Tischplatte mache, sodass nur ein Kabel eben für Strom nach unten geht. Ihr seht ja hier, alles ist unter dem Tisch quasi angebracht. Was irgendwie an Kabel eben wichtig ist. Und jetzt ist hier dieses Hauptkabel für den Strom. Das ist normalerweise an so einer Haltung angebracht, hier oben. Aber das ist jetzt abgefallen und deswegen müssen wir hier mal den Lever erneuern. So, ich bin jetzt in der Werkstatt und zwar brauche ich diese beiden Rollen hier. Das ist quasi doppelseitiges Klebeband. Auf der einen Seite klebt das eben von unten und auf der anderen Seite muss man dann so eine Folie abziehen, dann klebt das da auch. Das Ganze eben einmal in so ein bisschen dünner und einmal in so dick. Nehmen wir beides mal mit nach oben. So, jetzt noch eben eine Schere. Zack. Als allererstes diese ganzen hässlichen Kleberreste erstmal da runter, das geht ja gar nicht. Natürlich ist auch noch ein bisschen was. Zack. Ich würde sagen, wir legen mit diesem Tape hier los. So, das ist quasi jetzt hier, zack, die erste Schicht. Und jetzt klebe ich hier nochmal die hier drauf, weil diese roten, die sind ein bisschen fester. Aber doppelt hält ja bekanntlich besser, deswegen machen wir 2 Ebenen drauf. So, und jetzt brauchen wir dieses Spezialwerkzeug. Das ist eine Pinzette, weil diese Folie von den roten Klebestreifen, die lässt sich richtig kacke abziehen. Deswegen braucht man dafür immer so ein bisschen eine Pinzette und ein bisschen Feingefühl. Zack, uno. Oha, first try. Zweites. Und jetzt. Achtung. Zack. So, da hängt es wieder perfekt. So, zum Ende des Tages bin ich jetzt noch ein bisschen mit dem Fahrrad rausgefahren. Ich dachte mir, das Wetter muss man einfach mal mitnehmen, weil ab morgen jetzt glaube ich wieder ein bisschen schlechter, wieder ein bisschen bewölkter. Deswegen dachte ich mir, das muss man eigentlich mitnehmen. Der Plan ist jetzt noch kurz zum See zu fahren. Ich finde es einfach so geil, an solchen Tagen dann abends mal ein bisschen Fahrrad zu fahren.
ich finde persönlich, es hat noch so einen ganz anderen Vibe einfach. Und gerade heute an so einem quasi Sommertag. Das Einzige, was nicht passt, sind eben die Temperaturen. Wir haben minus 3 Grad. So kriegt man dann auch nochmal nach einem anstrengenden Tag richtig schön den Kopf frei. Wir sind gerade noch eine Runde hier im Baumarkt, denn wir suchen einen Neodym-Magneten für meinen Papa. Aber jetzt guck ich es mal an. Am Parkplatz steht einfach ein fetter Porsche Taycan. Heftiges Auto. Guckt euch allein mal an. Dieses Display, das ist curved. Richtig geil. Also dieses Interieur von dem Auto auf jeden Fall eine 10 von 10. Neben dem Tesla das geilste E-Auto auf dem deutschen Markt. So, wir müssen jetzt mal gucken bei Pinwänden und Magneten. Denn wir suchen nochmal einen Neodym-Magneten. Ich habe absolut keine Ahnung, wo man sowas hier findet. Hier sind jetzt schon wieder Werkzeuge. Und da vorne ist schon Ende, das Holz nur noch. Sind wir jetzt ganz hinten beim Holz. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Weil da vorne ist auf Ende, hier ist ja nichts mehr. Deswegen müssen wir gucken. Wir laufen das nochmal quasi auf der anderen Seite lang. So. Also noch sehe ich auf jeden Fall nicht so viel von irgendwelchen Magneten. Ich wüsste jetzt aber auch überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also was ich da habe, das was hier gerade am Ende hängt, auf der linken Seite an dem Seitengitter. Ja, wir gucken mal. Dankeschön. Das ist quasi das Muster. Also die Größe brauchen wir in etwa. Das sollte passen. Also komm, nehmen wir das hier mit. 5,99 €. Ab zur Kasse. So, kurzer Zeitsprung. Wir haben mittlerweile ca. 20 Uhr. Draußen ist es schon wieder dunkel. Man sieht nichts. Es spiegelt alles. Ja, ich fand es heute richtig, richtig wild. War gerade noch mal eine Runde duschen. Und würde jetzt diesen Vlog hier beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.